Ich bin Künstler aus Berlin und heute habe ich mal wieder was richtig, richtig Wildes auf die Leinwand gebracht. Und zwar ist das ein Bild, was eigentlich als Auftragsarbeit begonnen hat, aber sich dann mehr oder weniger in so ein eigenes Projekt entwickelt hat. Und jeder einzelne Schritt dieses Bildes war irgendwie schwierig. Angefangen hat es damit, dass ich das ganze Motiv erstmal stundenlang in Photoshop geplant habe, bis es mir gefallen hat und dass ich halt vorher noch nie in meinem Leben Honig gemalt habe. Tentakeln habe ich zwar schon öfter gemalt, aber da merke ich jedes Mal, dass ich da irgendwie nicht so richtig einen Shortcut habe und deshalb immer viel zu lange dran rumwurschteln muss, bis sie mir dann irgendwann gefallen. Dafür hat aber den Honigmalen irgendwie mehr Spaß gemacht, als ich ursprünglich erwartet hatte, dafür, dass ich es halt vorher noch nie gemacht habe. Gleichzeitig sieht man auch, dass ich hier so ein bisschen mit den Hauttönen rumgestruggelt habe und die deswegen auch noch ein paar Mal übermalt habe. Aber dafür fand ich halt auch das Motiv umso cooler, weswegen ich wusste, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da die ganze Arbeit reinzustecken. Das hat sich für mich auch dadurch bestätigt, dass das Bild jetzt schon ein neues Zuhause gefunden hat. Trotzdem finde ich natürlich, das Bild ist nur halb so ein Hingucker wie du.